Moin, moin. Besser spät als nie soll es heute meinen Lesemonat März 2020 geben. Ich war längere Zeit nicht da, aber macht euch keine Sorgen, mir geht's gut. Mich haben einige Nachrichten erreicht, ob es alles in Ordnung ist. Es ist alles in Ordnung. Es geht jetzt wieder weiter. Ich möchte euch natürlich auch jetzt wieder meine gelesenen und gehörten Bücher im März vorstellen. Aber bevor das jetzt losgeht, möchte ich euch noch ganz kurz meine Statistik nennen aus meinem Buch der Bücher. Und zwar habe ich drei Bücher beendet und gelesen, ein Buch habe ich gehört und ich habe auch noch einen Podcast gehört, den ich euch gerne noch vorstellen möchte. Eingezogen an Büchern sind nur zwei Stück und ja, demnach ist mein Sub auch gesunken. Zwar nur um zwei Exemplare, aber immerhin von 45 auf 43 ungelesenen Büchern. Okay, beginnen möchte ich mit einem Horrorroman aus dem Fester Verlag. Und zwar ist es als Rezensionsexemplar bei mir eingezogen. Also vielen lieben Dank an den Fester Verlag. Es wurde auch gestempelt und personalisiert. Das hat mich sehr gefreut. Und es wird auch immer so ganz niedliche Beigaben immer ins Päckchen noch gepackt. Das finde ich immer sehr, sehr schön und persönlich. Das macht Spaß. Ja, dieses Buch hat mich sehr angesprochen. Ihr habt es vielleicht schon in meinen Neuzugängen irgendwann mal gesehen. Es ist schon ein bisschen her, zugegeben. Ich mag ja diese Spukhäuser, Spukhaus, Geistergeschichten sehr und hier handelt es sich wieder um so eines. Wir treffen hier auf Remy und Remy hat einen Job, einen Nebenjob und zwar macht sie Führungen durch so ein Spukhaus und zwar ist es das Carrow House und sie kennt sich dadurch auch gut aus in diesem Haus. Und eines Tages wird sie aber von einem Gast dieser Führungen nach der Führung angesprochen, ob er das ganze Haus mieten kann für eine ganze Woche oder mehrere Tage, um dort mit einem Team ja dieses Übernatürliche halt zu untersuchen. Und er hätte sie auch gerne dabei, weil sie einfach so gut Bescheid weiß. Nun gehört ihr das Haus nicht selbst, aber sie kennt natürlich die Besitzer. Die Besitzer geben das frei und es werden ja mehrere Personen, die sich gar nicht untereinander kennen. Manche kennen sich sporadisch, manche ein bisschen enger. Und die bleiben nun halt einige Tage dort vor Ort und versuchen durch Seancen und durch verschiedenste Möglichkeiten, ob das nun technische Möglichkeiten oder durch ein Medium ist, irgendwie mit den Geistern, die dort zurückgeblieben sind, zu kommunizieren. Denn in diesem Haus hat mal ein Mörder gelebt, der ja im Grunde in jedem Haus irgendwie seine Gäste ja, auf jegliche Art und Weise irgendwie umgebracht hat. Und deswegen ist da sehr, sehr viel Übernatürliches und sehr, sehr viel Energie übrig. Also lässt es auch nicht lange auf sich warten, bis das Erste passiert und sie natürlich auch irgendwie in Gefahr geraten. Ja, das Ganze hört sich nicht sonderlich neu an, ist es auch nicht, aber es hat einfach extrem viel Spaß gemacht. Mir hat das so viel Spaß gemacht. Es war unglaublich atmosphärisch geschrieben. Dieses Haus an den Klippen. Und diese Wellen, die immer so hoch an die Scheiben platschen und allgemein das Unwetter, diese verschiedenen Räume des Hotels. Wir befinden uns nachher in Bibliotheken, in dem Keller natürlich und auf dem Dachboden. Also alles wird irgendwie ausgeschöpft. Und ich fand es sehr, sehr klassisch gruselig. Also es ist nicht viel Splatter dabei. Natürlich gibt es auch eklige Momente, aber hauptsächlich ist es dieser klassische atmosphärische Grusel, den ich unglaublich liebe und ich habe mich wirklich sehr gegruselt an einigen Stellen. Ich habe es dann auch gerne immer abends gelesen, damit die Wirkung noch und nachts gelesen, damit die Wirkung noch stärker ist. Aber dadurch hat man natürlich auch ein bisschen Verfolgungswahn und guckt so ein bisschen in die Ecken und traut sich nicht mehr so richtig auf Toilette. Aber irgendwie macht es gerade das auch aus und macht das Spaß. Ja, ich habe aber eben schon gesagt, es ist nicht unbedingt was Besonderes. Ich fand die Aufklärung, was genau dahinter steckte, die Hintergrundgeschichte des Hauses, fand ich leider ein bisschen mau, ein bisschen lahm. Ich habe so ein bisschen mehr mit Geschichte dahinter erhofft, dass die so ein bisschen mehr in der Vergangenheit graben und noch ein bisschen mehr auftaucht. Und ich fand es so ein bisschen schade, dass die Menschen, die da mitmachen, ja, wie sie den Übernatürlichen
aufgestellt waren. Die waren alle überhaupt nicht so verwundert, als irgendwie ein Geist aufgetreten ist, weil die alle davon überzeugt waren, dass es übernatürliche Energien gibt. Und ja, ich hätte es vielleicht schöner gefunden, wenn die ein bisschen überraschter wären und ein bisschen schockierter wären. So war es so ein bisschen schulterzuckend und ja, okay, da war also mal ein Geist. Aber insgesamt hat es Spaß gemacht. Ich weiß nicht, es ist ja schon ein bisschen länger her, aber so 3,5 Sterne würde ich denen auf jeden Fall geben, weil es einfach sehr gut unterhalten hat, weil es mich gegruselt hat und das sollte es auch. Aber so ein bisschen das Zündende, eine neuartige Perspektive oder wie gesagt die Hintergrundgeschichte, die hat mich leider nicht so richtig packen können. Das nächste Buch ist ebenfalls ein Rezensionsexemplar, dieses Mal aus dem Heine Verlag, Der Bär und die Nachtigall von Catherine Arden. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, ich habe ja so eine kleine Want-to-Read-Liste für euch zusammengestellt oder für mich zusammengestellt, die ich von Büchern, die ich im Winter lesen möchte. Das waren alles so winterlich, eisige Bücher. Und dazu gehörte dieses auch. März passt noch gerade so, finde ich. Da war es ja auch noch nicht ganz so sonnig und warm, wie es jetzt ist. Und ja, deswegen fand ich das von der Atmosphäre auf jeden Fall noch passend. Es hat mich sofort angesprochen. Ich habe es auch auf einigen anderen Kanälen schon gesehen. Es handelt sich hierbei um Fantasy, allerdings russisch angehauchte Fantasy, wo russische Legenden und Märchen verwoben sind. Wir treffen hier auf Wasja bzw. auf ihre Familie. Zunächst einmal auf ihre Eltern. Und ihre Mutter stirbt bei Wasjas Geburt. Sie weiß aber während der Geburt, dass Wasja etwas ganz Besonderes sein wird. Und so ist es auch. Sie ist unglaublich quirlig, nicht zu bändigen, unglaublich naturverbunden. Immer wieder reißt es sie raus in die Natur und sie hat ihre eigene Fantasie und ihren eigenen Kopf. Also sie hat keine Lust auf das typische Mädchenleben, Haushalt irgendwie zu helfen, sondern sie ist lieber draußen und spielt mit ihrem Bruder. Und ja, später merkt sie, dass sie ja fabelhafte Wesen sehen kann und mit ihnen reden kann. Dunja, ihr Kindermädchen, erzählt ihr immer wieder von diesen russischen Legenden und sie merkt, dass die wahr sind, dass es in ihrem Haus und um ihrem Haus, um dieser, ja, in dieser Landschaft, in den Wäldern verschiedene Wesen gibt, die ihr wohl oder weniger wohlgesonnen sind. Und irgendwann trifft sie auch auf einen ja sehr, sehr unheimlichen Gefährten, sag ich mal, der ihr Angst macht und den sie immer wieder über den Weg laufen wird und der ihre ja, Umgebung, ihre Heimat gefährdet. Aber es gibt nicht nur diese Gefährdung durch diesen dunklen, durch ja, dieses Magische, sondern eben auch durch ja, das Menschliche, könnte man sagen. Denn es kommt ein Priester in ihre Gegend und soll die Heiden dort zum christlichen Glauben verhelfen. Aber ja, die Wesen drumherum, die leben halt von dem Glauben an sie. Und sobald sie den Glauben der Menschen nicht mehr haben und sie sich abwenden, ja, verrotten sie. Und Wasja möchte natürlich alles tun, um das zu verhindern. Ja, das war jetzt grob zusammengefasst. Es ist ein sehr ruhiges, ein sehr stilles Buch. Der Einstieg ist auch sehr, sehr langsam. Man weiß gar nicht, wohin führt uns das Ganze. Man weiß noch nicht so richtig, wo ist hier der rote Faden. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um da in das Ganze hineinzukommen. Ich habe das Buch unter anderem auch gehört. Gelesen wurde es von Anne Moll. Ich habe es mir diesmal rausgeschrieben. Ich wollte ja die Sprecher öfter mal erwähnen bei Hörbüchern, weil das ja auch viel ausmacht. Ich bin ja sonst nicht so der Fan von weiblichen Sprechern. Ich mag das lieber, Geschichten erzählt zu bekommen von so tiefen Geschichtenerzählerstimmen halt. Aber Anne Moll hat das hier sehr, sehr schön gemacht. Auch diese russischen Namen gut ausgesprochen. Sie hat auch eher eine tiefere Stimme. Und ich eine sehr warme, weiche Stimme. Da hat das, finde ich, sehr gut gepasst. Ja,
Und mich hat es aber sehr, sehr schnell dann auch verzaubert, als ich Vassia ja auch ein bisschen mehr näher gekommen bin. Und ich fand, nicht nur Vassia ja an sich ist naturverbunden, sondern auch das gesamte Buch. Ich fand es sehr schön, mit ihr durch die Wälder zu streifen, in den Flüssen Naturgeister zu treffen und ja, auch mal so unbekanntere Wesen zu erkennen, ob das nun so Pferdedämonen waren oder Hausgeister, die das Haus beschützen und so kleine, so koboldartig beschrieben werden. Und das war alles mal so ein bisschen fremdländisch. Ist es ja auch, es ist ja so russisch angehaucht. So Väterchen Frost kam jetzt zum Beispiel drin vor, das kannte man vielleicht so ein bisschen, aber das hat natürlich auch eine eigene Interpretation in diesem Buch erfahren. Ja, diese ganzen, wir haben hier nicht nur Winter die ganze Zeit, zwischendurch haben wir auch mal Sommer, also es spielt über mehrere Jahre. Wir sehen, was ja sozusagen aufwachsen und was alles mit ihrer Familie, mit ihren Geschwistern zu tun hat und mit ihrem Vater, der halt auch ein Herrscher ist und über das Land verfügt, aber sie wohnen eher so im ländlichen Raum. Ja, das Ganze hat, finde ich, nicht viel Story, außer das, was ich diesen Kampf zwischen den Naturgeistern und der Religion und dann halt dieser dunklen Macht und alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Fand ich sehr, sehr schön. Auch dieses religiöse Thema, was mich immer sehr, sehr aufbringt, also sehr, sehr wütend macht, wenn das so dargestellt wird. Aber es hat natürlich auch sehr, einen sehr viel wahren Funken, sehr viel wahren Funken. Einen sehr wahren Funken hier drin, ja, die Menschen zu irgendwas zu zwingen, was sie gar nicht möchten und ja, sie von etwas befreien, von dem sie gar nicht befreit werden möchten und sie vorher doch eigentlich total glücklich waren. Ja, Vassia ist eine tolle Protagonistin, ist mir sehr ans Herz gewachsen. Wie gesagt, Tiere, Naturgeister und die Natur spielen hier eine große Rolle. Es ist der erste Band einer Trilogie, glaube ich. Der zweite und dritte, den gibt es, glaube ich, im Englischen schon. Aber im Deutschen habe ich leider noch keinen, ja, Veröffentlichungsdatum gelesen, wann Band 2 oder 3 rauskommen. Ich werde auf jeden Fall weiterlesen. Ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben und hoffe, dass es so weitergeht. Ich denke, im zweiten Band wird es dann auch noch mal ein bisschen rasanter werden. Im März hatten wir außerdem unsere Leserunde zum Gewinnerbuch unseres Büchercastings. Und zwar war das Nevermore Fluch und Wunder von Jessica Townsend. Das Buch hat ja im Büchercasting gewonnen. Ihr habt es als Gewinner gewählt. Und ja, als Gewinnerbuch wollten wir ja in einer gemeinsamen Leserunde lesen. Das haben wir hier auf YouTube getan. Unter einem Video von mir haben wir uns ausgetauscht. Ich weiß gar nicht, wie viele so teilgenommen haben. Lass es ungefähr 7, 8 gewesen sein. Und jeder hat in seinem eigenen Tempo gelesen. Danke nochmal für euer Teilnehmen. Wenn es euch interessiert, ich werde euch auf jeden Fall die Leserunde, das Video dazu mal in der Infobox verlinken. Da könnt ihr dann ja nochmal ein bisschen nachlesen oder wenn ihr das Buch noch lesen möchtet, könnt ihr nach den gewissen Abschnitten immer nochmal unsere Meinung lesen. Ja, natürlich war das jetzt nicht ein sehr intimer Austausch. Man hat hauptsächlich eigentlich immer nur nach dem Abschnitt seine Meinung gepostet und die anderen durchgelesen. Das war weniger ein Austausch. Trotzdem hat es Spaß gemacht und so konnten auch alle mitmachen, die kein Facebook oder Instagram oder hast du nicht gesehen hatten. Und ich glaube, das war so ein ganz guter Kompromiss. Ja, nun aber zum Buch. Dieses Buch wurde ja sehr, sehr gehypt von vielen auf YouTube, aber nicht nur auf YouTube, sondern auch außerhalb, dass dieses Kinderbuch, ich glaube so ab 10, 11, 12 Jahren empfohlen, was unglaublich Besonderes ist. Und ich war sehr gespannt. Ich bin von Hypes ja immer so ein bisschen abgeschreckt, aber hier haben halt schon so viele gesagt, dass ihnen das unglaublich gut gefallen hat und auch viele Menschen, denen ich wirklich ja, traue, beziehungsweise wo ich den Lesegeschmack auch sehr schätze und teile. Wir treffen hier auf Morrigan Crow und Morrigan Crow ist ein verfluchtes Kind. Das heißt, alles,
was im Land irgendwie schief geht, wird ihr in die Schuhe geschrieben und ihr wird das vorgelegt. Sie muss sich entschuldigen in langen Entschuldigungsbriefen. Ja, und keiner mag sie begegnen, weil alle denken, dass sie Unglück bringt. Und an ihren 11. Geburtstag wird sie sterben. Auch das beinhaltet dieser Fluch. Allerdings stirbt sie an ihren 11. Geburtstag nicht, denn sie wird von einem seltsamen, mysteriösen Mann gerettet und in ein, ja, mysteriöses Land namens Nevermore gebracht, wo sie ganz anders behandelt wird als in ihrer Heimat. Allerdings muss sie dort, um dort zu bleiben, Prüfungen bestehen, um dort in eine Gesellschaft aufgenommen zu werden. Und die sind nicht ganz so einfach und bei manchen weiß sie auch gar nicht, was überhaupt geprüft wird und kann sich gar nicht so richtig darauf vorbereiten. Ja, so viel zum Inhalt. Das muss man halt selbst irgendwie erleben und möglichst wenig wissen, finde ich, weil es so schöner ist, das Ganze zu entdecken. Ich finde, es ist ein sehr besonderes Kinderbuch, weil es zum einen sehr humorvoll und witzig geschrieben ist. Obwohl Morrigan von ihrer Familie so schrecklich behandelt wird, hat sie ihren Humor und ihr Selbstbewusstsein irgendwie noch behalten, obwohl sie sehr verletzlich natürlich auch geworden ist und sie selbst glaubt, dass sie für vieles schuld ist und an vieles schuld ist und tatsächlich verflucht ist. Aber trotzdem hat sie ihren Sarkasmus nicht verloren und besonders die Entschuldigungsbriefe fand ich sehr, sehr humoristisch und witzig und haben mir schon richtig viel Spaß gemacht am Anfang. Und als sie dann schließlich in Nevermore ankommt, ja, da versprüht das Buch eigentlich nur, ja, ganz viele fantasievolle, bunte, verrückte Ideen an allen Ecken und Enden und ist einfach richtig schön. Manchmal hat mich das sogar so ein bisschen an Samonien erinnert von Walter Mörs, weil es so viele verschiedene verrückte Ideen hatte. Sie wird dann untergebracht in einem Hotel und alleine das Hotel, wie das geschrieben wurde, was es für verschiedene Zimmer gibt und so weiter. Also das Hotel fand ich sehr, sehr schön geschrieben. Ich muss aber sagen, dass dieses Buch für mich jetzt kein Highlight geworden ist, weil ich finde, dadurch, dass an jeder Ecke und an jedem Enden, überall, in jedem Satz irgendwie was Verrücktes, was Neues, was Kreatives eingebaut werden musste, ist dadurch ein bisschen, ja, was zu kurz gekommen. Zum Beispiel das Worldbuilding. Nevermore selbst, das Reich, kann ich mir überhaupt bis jetzt überhaupt nicht vorstellen. Das Hotel wurde schön beschrieben, aber das Reich, wie das zusammenhängt mit der Welt, aus der sie gekommen ist, und ja, was das für eine Welt ist, wie das geografisch ist und wie die Bewohner sind. Also das ist mir alles nicht klar geworden und konnte ich mir nicht so gut vorstellen. Des Weiteren fand ich, dass die Charaktertiefe von einigen Figuren darunter gelitten haben und auch ja, die Story an sich. Also der Storyaufbau, dass es immer weitergeht, die Handlung, auch das ist ein bisschen zu kurz gekommen. Trotzdem finde ich, ist es ein besonderes Buch und ich verstehe, warum es Leute so sehr lieben und ich möchte auch die Reihe weiterlesen und vielleicht wird dadurch dann ja auch so ein bisschen die Welt mehr erklärt, der Weltzusammenhang und ja, wird viel Kritisches, was ich jetzt sage, vielleicht auch so ein bisschen aufgehoben, weil Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Diesen Vergleich zu Harry Potter kann ich allerdings nicht bestätigen. Ich finde es sowieso immer blöd, wenn so vieles verglichen wird, weil ich finde es schöner, wenn ein Buch für sich stehen kann. Und das Canon Nevermore an dieses Harry Potter-Feeling kommt es bei mir nicht ran. Aber umso schöner ist es, wenn es ja bei anderen klappt. Das freut mich für diejenigen oder ja, ist ja auf jeden Fall was Besonderes. Und zum Schluss möchte ich euch noch ein Buch zeigen, was für mich auch etwas Besonderes ist, denn eine Lieblingsreihe habe ich jetzt endlich weitergeführt, wollte ich beenden. Und zwar ist das Das Leuchten der Magie von Peter V. Brad. Das ist der Teil 5.1. Im Original ist der fünfte Band. Ja, das Finale, das Ende. Im Deutschen wurde der fünfte Band aufgeteilt in 5.1 und 5.2. Und hier habe ich eben den ersten Teil des letzten Bandes. Und ja, ich musste meine Lieblingsreihe natürlich endlich irgendwann mal beenden.
Und ja, im März habe ich diesen Teil gelesen und im April, kann ich euch ja jetzt schon mal sagen, habe ich den letzten Band, also 5.2, Stimmen des Abgrunds gelesen. Ich kann euch natürlich jetzt zum Verlauf nicht unbedingt was sagen und ich weiß auch nicht mehr, wo 5.1 aufgehört hat und 5.2 weitergemacht hat, weil ich die ziemlich schnell dann hintereinander gelesen habe. Ja, ich fand es wieder schön, also meine Lieblingscharaktere wieder zu treffen, mich in dieser Welt zurechtzufinden und langsam zu merken, wie es aufs Finale hinausläuft. Und ja, abschließend werde ich dann wahrscheinlich im Lesemonat April etwas dazu sagen, weil ich, wie gesagt, nicht mehr genau weiß, wo 5.1 aufhört und 5.2 anfängt. Und ganz zum Schluss wollte ich euch ja noch einen Podcast vorstellen. Ich habe euch ja mal Mysteriumsabteilung vorgestellt. Das ist ein Harry Potter Podcast, wo eine Gruppe von jungen Leuten immer wieder verschiedene Themen aus Harry Potter sich schnappt und zu denen ja Special Wissen an den Tag bringt und einfach sie darüber fachsimpeln, was unglaublich viel Spaß gemacht hat. Manchmal nehmen sie sich für eine Folge das Thema einer Figur, zum Beispiel Ginny Weasley, vor und beschreiben ihre Szenen mit ihr oder ja ihre Charaktereigenschaften und so weiter, oder sie nehmen sich ein ganzes Kapitel aus irgendwelchen Bänden vor und stellen das vor. Ja, und auch der andere Podcast, den ich euch jetzt vorstellen möchte, hat ebenfalls Harry Potter als Grundthema, und darauf bin ich gestoßen durch der lieben Steffi von Lady of the Books, und zwar ist das Hagrids Hütte von Michel und Manu. Das sind zwei junge Herren, zwei Freunde, die halt wirklich chronologisch von vorne bis hinten jedes Kapitel aus Harry Potter akribisch vorstellen und ja, nützes und unnützes Wissen zur Harry Potter Welt natürlich gerne auch mal ein bisschen abschweifen, in ihrem Podcast darstellen. Unglaublich sympathisch und humorvoll und natürlich immer mit einem zwinkernden Auge stellen sie meistens immer ein bis zwei Kapitel pro Folge vor. Und was ich bei den beiden so genial finde, ist, dass die teilweise auch ja so Impro-Dialoge raushauen, also dann irgendwas Besonderes darstellen. Sie überlegen sich, wie würde das denn vielleicht aussehen, wenn irgendwelche Lehrer von Verteidigung gegen die dunklen Künste sich für diese neue, ja, für die Stelle, die vakante Stelle sich bewerben und schlüpfen dann in Rollen und machen daraus ja ein Impro-Hörspiel. Finde ich unglaublich cool, wie die das beide machen. Manchmal ist es mir fast schon ein bisschen zu meckerig. Also sie sind beide die größten Harry Potter-Fans, aber sind halt auch wirklich sehr krittelig an vielen Enden. Und natürlich muss man das, wie gesagt, mit einem zwinkernden Auge sehen. Aber ja, manchmal denke ich mir, ach nun komm, jetzt lass mal die Kirche im Dorf, und finde das denn die Momente schöner, wo sie dann auch ein bisschen mehr schwärmen von ja, von ihren Figuren, von der Welt, wie schön das ist, und nicht immer alles auseinandernehmen und sagen, oh, das ist ja unlogisch und warum reagiert er denn jetzt so? Und da hat sie aber einen Denkfehler gemacht, die JK. Also manchmal ist mir das ein bisschen zu too much. Aber insgesamt finde ich die beiden sehr sympathisch und ich habe jetzt das erste Buch komplett durchgehört, also alle Kapitel aus dem ersten Buch, die erste Staffel sozusagen, und stecke jetzt, ich weiß gar nicht, in welcher Folge, im zweiten Band. Also sind jetzt auch noch nicht besonders weit. Ich habe jetzt schon gut aufgeholt. Im Moment hauen sie auch wirklich eine Folge nach der anderen raus, weil sie scheinbar in dieser Zeit auch sehr ja, viel Zeit finden, um viel aufzunehmen. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, werde ich auch in der Infobox verlinken. Auch nochmal Mysteriumsabteilung, weil ich beide Podcasts empfehlen kann auf ihre Art und Weise. Ja, und das war jetzt mein Lesemonat März. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass ich dann in nächster Zeit ein bisschen mehr zum Drehen komme. Manche Leute kommen ja jetzt viel mehr zum Drehen und andere weniger. Bei mir war es jetzt halt eine kleine Pause, aber ich denke, in nächster Zeit werdet ihr wieder ein paar mehr Videos von mir bekommen. Ja, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.